Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Sitzung des Thüringer Landtages, die ich hiermit eröffne. Ich begrüße auch die zahlreichen Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, unsere Gäste auf der Zuschauertribüne, die Zuschauerinnen und Zuschauer am Livestream sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Die heutige Sitzung wurde gemäß Artikel 57 Absatz 2 Satz 2 der Verfassung des Freistaats Thüringen in Verbindung mit Paragraph 19 Absatz 3 der Geschäftsordnung einberufen. Zugrunde liegt ein Einberufungsverlangen der Fraktionen Die Linke, der SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Die diesbezügliche Unterrichtung liegt Ihnen in der Drucksache 7-205 vor.
Für diese Plenarsitzung hat als Schriftführerin neben mir Platz genommen Frau Abgeordnete Güngör. Die Redeliste führt Herr Abgeordneter Schütze. Als Hinweis zur Tagesordnung liegt mir vor, dass zum Tagesordnungspunkt 1 ein weiterer Wahlvorschlag verteilt wurde. Dieser Vorschlag von der Fraktion der AfD eingebracht, liegt Ihnen in der Drucksache 7/240 vor. Wird die Aufnahme weiterer Beratungsgegenstände beantragt? Das kann ich nicht erkennen. Dann gilt die Tagesordnung als festgestellt. Sehr geehrte Damen und Herren, damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 1, die Wahl des Ministerpräsidenten des Freistaats Thüringen. Der Wahlvorschlag der Fraktionen Die Linke, der SPD und Bündnis 90 Die Grünen in Drucksache 7/204, Wahlvorschlag der AfD-Fraktion, Drucksache 7/240. Gestatten Sie mir noch einen Hinweis. Gemäß Artikel 70 Absatz 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen und Paragraf 47 der Geschäftsführung wird der Ministerpräsident vom Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder ohne Aussprache in geheimer Abstimmung gewählt. Erforderlich sind daher bei 90 Abgeordneten mindestens 46 Stimmen. Erhält im ersten Wahlgang niemand diese Mehrheit, so findet ein neuer Wahlgang statt. Kommt die Wahl auch im zweiten Wahlgang nicht zustande, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhält. Für die heutige Wahl des Ministerpräsidenten des Freistaats Thüringen haben die Fraktionen Die Linke, der SPD und Bündnis 90 Die Grünen Herrn Abgeordneten Bodo Ramelow vorgeschlagen. Der Wahlvorschlag liegt Ihnen in der Drucksache 7/204 vor. Die Fraktion der AfD hat Herrn Christoph Kindervater vorgeschlagen. Dieser Wahlvorschlag liegt Ihnen in der Drucksache 7/240 vor. Ich erläutere Ihnen nunmehr den Stimmzettel. Für die Wahl erhält jede bzw. jeder Abgeordnete einen Stimmzettel, auf dem die Kandidaten untereinander stehend genannt sind. Jede und jeder von Ihnen hat eine Stimme. Das heißt, Sie können mit dieser einen Stimme entweder einen Kandidaten wählen oder extra gekennzeichnet auf dem Stimmzettel sich enthalten. Ich bitte nun die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, Herrn Abgeordneten Gottweiß, Frau Abgeordnete Dr. Kliesch und Frau Abgeordnete Dr. Bergner nach vorn. Ich eröffne die Wahlhandlung und bitte die Schriftführerin bzw. Schriftführer, die Namen der Abgeordneten zu verlesen. Bitte schön. Vielen Dank. Es geht los mit Dirk Adams, René Aust, Franziska Baum, Patrick Bayer, Dirk Bergner, Dr. Uta Bergner, Sascha Bielei, André Plechschmidt, Torben Braga, Andreas Bühl, Jens Kotta, Thorsten Schuppon, Steffen Dittes, Cordula Eger, Volker Emde, Kadi Engel, Karl-Heinz Frosch, Markus Gleichmann,
Thomas Gottweis, Bürger Gröning, Lena Sanje Güngör, Ronald Hande, Dr. Thomas Hartung, Madeleine Hänfling, Jörg Henke, Martin Henkel, Susanne Henning-Welsow, Corinna Herold, Christian Hergott, Matthias Hey, Michael Heim, Björn Höcke, Nadine Hoffmann, Danny Jankowski, Ralf Kalich, Professor Dr. Michael Kaufmann, Birgit Keller, Jörg Kellner, Thomas Kemmerich, Olaf Kiesling, Dr. Cornelia Kliesch, Tosca Kniese, Dr. Thaddäus König, Katharina König-Preuß, Knut Koschewski, Mike Kowalek, Laudenbach Dieter, Dr. Lauerwald Wolfgang, Lehmann Diana, Liebscher Lutz, Lukas Ute, Dr. Lukin Gudrun, Maya Georg, Malsch Markus, Marx Dorothea, Maura Katja, Meissner Beate, Mitteldorf Katja, Moring Mike, Möller Stefan, Montag Robert Martin, Mühlmann Ringo, Müller Anja, Müller Olaf, Flötner Ralf,
Ramelow Bodo. Reinhard Daniel. Rotebeinlich Astrid. Rudi Thomas. Schaft Christian. Schad Stefan. Schubert Andreas. Schütze Lars. Sesselmann Robert. Siegesmund Anja. Stange Carola. Tasch Christina. Tauber Teike. Trum Uwe. Tiesler Stefan. Tischner Christian. Urbach Jonas. Professor Dr. Voigt Mario. Wagler Marit. Walk Raimond. Wilzin Philipp. Werner Heike. Wolf Thorsten. Worm Henry. Zippel Christoph. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, konnte jeder seine Stimme abgeben?
dann möchte ich noch einmal den Hinweis geben, aus gegebenen Anlass, die Dokumentation des Stimmzettels, in welcher Form auch immer, führt möglicherweise zur Ungültigkeit der Wahl. Ich stelle fest, dass alle Abgeordneten ihre Stimme abgeben konnten. Damit schließe ich die Wahlhandlung und bitte um Auszählung der Stimmen. Bitte.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich stelle folgendes Wahlergebnis fest. Abgegebene Stimmzettel 90, ungültige Stimmzettel 0, gültige Stimmzettel 90, Stimmenthaltungen 22. Auf den Wahlvorschlag der Fraktion Die Linke, der SPD und Bündnis 90 Die Grünen in Drucksache 7-204 Abgeordneter Bodo Ramelow entfielen 43 Stimmen. Auf den Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Drucksache 7-240, Herr Christoph Kindervater, entfielen 25 Stimmen. Ich stelle fest, dass keiner der Wahlvorschläge, die gemäß Artikel 70 Absatz 3 Satz 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen in Verbindung mit Paragraf 47 Satz 1 der Geschäftsordnung erforderliche Stimmenzahl von mindestens 46 Stimmen erreicht hat. Damit, sehr geehrte Damen und Herren, gemäß Artikel 70 Absatz 3 Satz 2 der Verfassung des Freistaates Thüringen und Paragraf 47 Satz 2 der Geschäftsordnung findet in einem neuen Wahlgang statt, wenn im ersten Wahlgang niemand die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Landtages erhalten hat. Vorgeschlagen für diesen zweiten Wahlgang ist erneut Herr Abgeordneter Bodo Ramelow. Die Fraktion der AfD hat sich gemeldet. Bitte schön. Ja, Frau Präsidentin, herzlichen Dank. Ich möchte für meine Fraktion eine Unterbrechung der Sitzung nach Paragraf 41 Absatz 6 beantragen. Vor der Abstimmung. Damit treten wir in eine Unterbrechung von 30 Minuten ein. Das heißt, um 12:06 wieder hier im Plenarsaal. Damit ist die Sitzung unterbrochen.
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich rufe auf zur Fortsetzung der Tagesordnung und frage, gibt es für den zweiten Wahlgang Bewerbungen über die hinaus, die vorliegen bzw. Änderungen? Das kann ich nicht erkennen. Dann ist vorgeschlagen für diesen zweiten Wahlgang erneut Herr Abgeordneter Bodo Ramelow. Die Fraktion der AfD wird Herrn Abgeordneten Kindervater, bitte? wird erneut die Kandidatur von Herrn Christoph Kindervater aufrechterhalten. Sie erhalten einen Stimmzettel, auf dem Sie entweder Ja oder Nein oder wieder mit Enthaltung ankreuzen können. Ich bitte die Wahlhelferinnen, nochmal zum Stimmzettel. Der Stimmzettel wird genauso aussehen wie im ersten Wahlgang, selbstverständlich. Sie können also einen Kandidaten ankreuzen bzw. auf dem Stimmzettel vermerkt mit Enthaltung stimmen. Damit sind, glaube ich, die Wahlverhältnisse klar. Ich bitte also die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, Herrn Abgeordneten Gottweis, Frau Abgeordnete Dr. Klisch und Frau Abgeordnete Dr. Bergner erneut nach vorn. Ich eröffne die Wahlhandlung und bitte die Schriftführerin bzw. Schriftführer, die Namen der Abgeordneten zu verlesen. Bitte schön. Dirk Adams, René Aust, Franziska Baum, Patrick Bayer, Dirk Bergner, Dr. Ude Bergner, Sascha Bielei, André Plechschmidt, Torben Braga, Andreas Bühl, Jens Kotta, Thorsten Schupon, Steffen Dittes, Cordula Eger, Volker Emde, Kati Engel, Karl-Heinz Frosch, Markus Gleichmann, Thomas Gottweis, Bürger Gröning, Lena Sanier Güngor, Ronald Hande, Dr. Thomas Hartung, Madeleine Henfling, Jörg Henke, Martin Henkel, Susanne Henning-Welso, Corinna Herold, Christian Hergott, Matthias Hai, Michael Heim, Björn Höcke,
Nadine Hoffmann. Danny Jankowski. Ralf Kalich. Professor Dr. Michael Kaufmann. Birgit Keller. Jörg Kellner. Thomas Kemmerich. Olaf Kiesling. Dr. Cornelia Kliesch. Tosca Kniese. Dr. Thaddäus König. Katharina König-Preuß. Knut Koschewski. Mike Kowalek. Laudenbach Dieter. Dr. Lauerwald Wolfgang. Lehmann Diana. Liebscher Lutz. Lukas Ute. Dr. Lukin Gudrun. Maya Georg. Malch Markus. Marx Dorothea. Maura Katja. Meissner Beate. Mitteldorf Katja. Moring Mike. Möller Stefan. Montag Robert Martin. Mühlmann Ringo. Müller Anja. Müller Olaf. Flötner Ralf. Ramelow Bodo. Reinhard Daniel. Rote Beinlich Astrid. Rudi Thomas. Schafft Christian. Schad Stefan. Schubert Andreas. Schütze Lars. Sesselmann Robert. Siegesmund Anja. Stange Carola. Tasch Christina. Tauber Teike. Trum Uwe.
Tiesler Stefan. Tischner Christian. Urbach Jonas. Professor Dr. Vogt Mario. Wagler Marit. Walk Raimond. Belzin Philipp. Werner Heike. Wolf Thorsten. Worm Henry. Zippel Christoph. Konnten alle Abgeordneten ihre Stimme abgeben? Ich stelle fest, dass alle Abgeordneten ihre Stimme abgeben konnten, und ich schließe die Wahlhandlung und bitte um Auszählung der Stimmen. Bitte schön.
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich stelle das Wahlergebnis fest. Abgegebene Stimmzettel 90, ungültige Stimmzettel 0, gültige Stimmzettel 90, Enthaltungen 24. Auf den Wahlvorschlag der Fraktion Die Linke, der SPD und Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 7-204, Abgeordneter Bodo Ramelow, Anzahl der Stimmen 44. Auf den Wahlvorschlag der AfD, Drucksache 7-240, Herr Christoph Kindervater, entfielen 22 Stimmen. Damit stelle ich fest, dass keiner der beiden Wahlvorschläge, die gemäß Artikel 70 Absatz 3 Satz 2 der Verfassung des Freistaates Thüringen und § 47 Satz 2 der Geschäftsordnung erforderliche Stimmenzahl von mindestens 46 Stimmen erreicht hat. Damit macht sich ein dritter Wahlgang erforderlich. Kann ich davon ausgehen, dass die Bewerbungen aufrechterhalten werden? Bitte. Danke, Frau Präsidentin. Nein, davon können Sie nicht ausgehen. Wir beantragen eine Unterbrechung der Sitzung wieder nach § 41 Absatz 6. Nach § 41 Absatz 6 wird die Sitzung für 30 Minuten unterbrochen. Wir sehen uns hier wieder um 12.41 Uhr.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir setzen in der Sitzung fort, befinden uns vor dem dritten Wahlgang. Ich frage, gibt es Ergänzungen zu den jetzt hier vorliegenden Vorschlägen? Vorgeschlagen ist Herr Abgeordneter Bodo Ramelow. Die AfD-Fraktion wollte sich noch mal äußern. Bitte. Ansonsten bleibt das bei Herrn Kindervater. Das sehe ich richtig. Ja. Gibt es weitere Bemerkungen in dem Wahlgang, Anträge? Herr Montag, Herr Abgeordneter Montag, bitte. Für die FDP-Fraktion darf ich Ihnen Thomas Kemmerich vorschlagen. Vielen Dank. Dann befinden sich auf unserem Wahlzettel drei Namen. Vorgeschlagen für diesen dritten Wahlgang sind erneut Herr Abgeordneter Bodo Ramelow, Herr Christoph Kindervater. Außerdem hat die Fraktion der FDP Herrn Abgeordneten Thomas Kemmerich vorgeschlagen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen, um die Drucksache entsprechend auszufertigen, 20 Minuten. Damit unterbreche ich die Sitzung für 20 Minuten. Das heißt also um 13.05 Uhr.
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich beginne mit der Fortsetzung der Sitzung und darf Sie darauf hinweisen, dass wir uns vor dem dritten Wahlgang befinden. Die Fraktion der FDP hat ihren Wahlvorschlag eingereicht. Er liegt Ihnen in Drucksache 7/242 jeden Abgeordneten, jeder Abgeordneten vor. Eingereicht wurde Herr Thomas Kemmerich. Sehr geehrte Damen und Herren, gemäß Artikel 70 Absatz 3 Satz 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen und Paragraph 47 Satz 3 der Geschäftsordnung ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhält. Wenn im ersten und im zweiten Wahlgang niemand die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Landtages erhalten hat. Vorgeschlagen für diesen dritten Wahlgang sind erneut Herr Abgeordneter Bodo Ramelow, Herr Christoph Kindervater. Außerdem hat die Fraktion der FDP Herrn Abgeordneten Thomas Kemmerich vorgeschlagen. Sie erhalten wieder einen Stimmzettel, auf dem Sie entweder für eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten votieren oder sich enthalten können. Ich bitte die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, Herrn Abgeordneten Gottweis, Frau Abgeordnete Dr. Kliesch und Frau Abgeordnete Dr. Bergner erneut nach vorn. Ich eröffne damit die Wahlhandlung und bitte die Schriftführerinnen bzw. Schriftführer, die Namen der Abgeordneten zu verlesen. Bitte schön. Adams Dirk, Aust René, Baum Franziska, Bayer Patrick, Bergner Dirk, Bergner Ute, Bielei Sascha, Blechschmidt André, Braga Torben, Bühl Andreas, Kotta Jens, Chupon Thorsten, Dittes Steffen, Eger Cordula, Emde Volker, Engel Kati, Frosch Karl Heinz, Gleichmann Markus, Gottweis Thomas, Gröning Bürger, Güngür Lena Sani, Sanier, Hande Roland, Hartung Thomas, Hänfling Madeleine, Henke Jörg, Henkel Jörg, nee, Entschuldigung, Henkel Martin und Henke Jörg. Henning Welso Susanne, Herold Corinna, Herrgott Christian, Hai Matthias,
Heim Michael. Heim Michael. Höcke Björn. Hoffmann Nadine. Jankowski Danny. Karlich Ralf. Kaufmann Michael. Keller Birgit. Kellner Jörg. Kämmerich Thomas. Kiesling Olaf. Kliesch Cornelia. Kniese Tosca. König Thaddäus. König Preuß Katharina. Koroszewski Knut. Kowalek Mike. Laudenbach Dieter. Dr. Lauerwald Wolfgang. Lehmann Diana. Diebscher Lutz. Lukas Ute. Dr. Lukin Gudrun. Maya Georg. Malsch Markus. Marx Dorothea. Maura Katja. Meißner Beate. Mitteldorf Katja. Mohring Mike. Möller Stefan. Montag Robert Martin. Mühlmann Ringo. Müller Anja. Müller Olaf. Blödner Ralf.
Ramelow Bodo. Reinhard Daniel. Rote Beinlich Astrid. Rudi Thomas. Schafft Christian. Schad Stefan. Schubert Andreas. Schütze Lars. Sesselmann Robert. Sigismund Anja. Stange Carola. Tasch Christina. Taubert Heike. Trum Uwe. Tiesler Stefan. Tischner Christian. Urbach Jonas. Professor Dr. Vogt Mario. Wagler Marit.